Menschen glücklich gemacht. Und in seinen Filmen sah man auch, dass er ziemlich ein Familienmensch gewesen ist, dass Kinder ihn auch geliebt haben, nicht nur Frauen. Und mit meinem Taschengeld habe ich dann meine ersten Elvis-Kassetten gekauft. Ich hatte in den Ende 80er Jahre dann Auftritte bei Talente-Shows in Diskotheken. Da hatte ich dann erste Preise auch manchmal gewonnen und so fing das Ganze an. Meine Eltern, die haben, kamen ja aus Anatolien und die haben ja so türkische Musik gehört, wenn überhaupt. Die haben mich zwar nicht unterstützt, aber sie haben das toleriert, was ich gemacht habe. Meine Eltern wollten, dass ich meine Schule zu Ende mache, dass ich mein Studium abschließe, erstmal einen anständigen Beruf habe. Und Elvis kann man ja immer noch als Nebenberuf machen. Aber ich habe das leider nicht so befolgt, wie es meine Eltern haben wollten. Und ich habe den Elvis vorgezogen. Die Leute vom Dorf, wo ich herkomme, die sind irgendwo stolz. Also dass ich, für die bin ich sogar viel größer in den Medien, als ich es wirklich bin. Also die denken, ich wäre, was weiß ich, was wie ein Star in Deutschland. Ich habe meine Frau durch ihre Tante kennengelernt. Er ist so ein dunkler Typ und er hat dieses gewisse Etwas. Das gefällt mir. Da höre ich immer, sie haben viele Elvis-Interpreten schon gehört, aber ich hätte irgendwas Besonderes, was mich von den anderen Elvis-Interpreten unterscheidet. Ja, und wie gesagt, er macht es halt sehr authentisch, ne? Von der Stimme her, von seinem ganzen, sag ich mal, ja, von der Performance auch, wie er das da gibt. Weil ich einerseits das habe, also die Arroganz nicht habe, wie einige andere Elvis-Interpreten das haben. Elvis war ja mal ein Mustermensch gewesen. Es ist dann auch so, man hat sehr viele ältere Fans. Ich habe eine Dame gehabt, die ist leider verstorben, die war 84 Jahre alt und die kam immer zu den Auftritten mit. Mein größter Fan ist mein Sohn, denke ich mal. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. And bright and early the next morning, he brought my letter back. Return to sender. Address unknown. Well, it's one for the money, two for the show. I'm ready to get rid of the coach and go, but don't you? Two for the show, I'm gonna get it ready.